Es gibt Wahlen, die entscheiden über die Zukunft eines Landes. Und Wahlen, die könnten die Welt verändern. So wie die in den USA am 5. November. Nach dem ersten TV-Duell in Atlanta ist das sichtbare, nicht nur verbale Straucheln des 81-jährigen Präsidenten Joe Biden nun das zentrale Thema. Dabei wollte der Demokrat die Lügen und Attacken seines republikanischen Gegners von Ex-Präsident Donald Trump endlich schlagkräftig parieren. Er hatte dafür extra eine ganze Woche lang trainiert, aber selbst Parteifreunde fanden Bidens Auftritt gestern Abend katastrophal und fragen jetzt, is he still fit for the job, also der Richtige für das mächtigste Amt der Welt? Über das TV-Debakel Kerstin Klein. Es ist bereits nach Mitternacht, als Präsident Biden und seine Frau Jill auf dem Rückweg von der Debatte noch in einem Imbiss Halt machen. Biden gibt sich gut gelaunt, dabei verlief der Abend für ihn alles andere als optimal. Ob er über seinen Auftritt besorgt sei, fragen die Journalisten. Seine Antwort? Nein, es ist schwer, mit einem Lügner zu diskutieren. Wenige Stunden zuvor trafen sich Trump und Biden zum ersten TV-Duell. Es war Bidens Team, das sich den Termin so früh im Wahljahr wünschte. Das Ziel, Trumps Vorsprung in den Umfragen einzuholen. Doch Biden wirkte über weite Strecken kraftlos, brachte mehrfach Sätze nicht nachvollziehbar zu Ende, verlor den Faden. Biden wirkte damit so, wie Republikaner ihn immer karikieren. Und Trump nutzte diese Schwäche instinktsicher zum Schlag gegen Biden, als der über das Thema Migration sprach. Ich werde weitermachen, bis wir ein komplettes Einreiseverbot haben. Die gesamte Initiative zu mehr Grenzschutz und Asylbeamten. Präsident Trump? Ich weiß nicht, was er am Ende sagte. Ich glaube, er weiß es selbst nicht. Die Zuschauer, wie hier in Kalifornien, sahen einen Joe Biden, der selten Selbsttreffer landen konnte. Wie bei Trumps Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol oder dessen zahlreichen Gerichtsprozessen. Und sie sahen einen Donald Trump, der mehrfach falsche Behauptungen aufstellte, ohne dass die Moderatoren ihn korrigierten. Trump wollte sich auch abermals nicht festlegen, ob er das Wahlergebnis akzeptieren würde. Will you accept the results of the election, regardless of who wins, yes or no, please? Wenn es eine faire, legale und gute Wahl ist, absolut. Ich hätte auch die letzte viel lieber akzeptiert, aber der Betrug und alles war lächerlich. Sie sind ein Jammerlappen. Als Sie das erste Mal verloren haben, sind Sie vor jedes Gericht des Landes gezogen. Kein einziges hat gesagt, dass Ihre Behauptungen begründet sind. Nach gut 90 Minuten TV-Duell geht Trump für die meisten Beobachter als Sieger vom Platz. Präsident Biden absolviert heute tapfer den nächsten Wahlkampftermin, geht in die Offensive. I know I'm not a young man. Ich weiß, ich bin kein junger Mann. Ich gehe nicht mehr so leicht wie früher, rede nicht mehr so flüssig, debattiere nicht mehr so gut. Aber eines ist sicher, ich weiß, wie man die Wahrheit sagt. But I know what I do know. I know how to tell the truth. Ein kämpferischer Biden, selbstironisch, ganz anders als gestern. Aber in seiner Partei ist die Nervosität längst deutlich zu spüren. Ja, und in einer Blitzumfrage des Senders CNN direkt nach dem Duell sagte die große Mehrheit der Befragten, immerhin 67%, Donald Trump habe das Duell aus ihrer Sicht gewonnen. Unterstützer von Joe Biden sprachen von sehr schmerzhaften Momenten. Einige schwanken offenbar zwischen Panik und einer Art Schockstarre, wie Sarah Schmidt berichtet. Während diese Passagiere hoch im Himmel über den Vereinigten Staaten die Debatte der beiden Präsidentschaftskandidaten schauen, ist unten auf der Erde den meisten Beobachtern schon klar, das war nichts für Joe Biden. Dementsprechend die Schlagzeilen weltweit. Desaster, Katastrophe und Panikmodus bei den Demokraten. Direkt nach der Debatte bemüht sich Bidens Vizepräsidentin um Schadensbegrenzung. Einige in ihrer eigenen Partei fragen sich, ob Präsident Biden zurücktreten sollte. Was sagen Sie dazu?
Wir haben heute Abend gesehen, dass sich der Präsident bei allen Themen, die für die Amerikaner von Bedeutung sind, ganz klar von Donald Trump abhebt. Ja, der Präsident ist langsam gestartet, aber es war ein starkes Ende. Dass es Joe Biden mit der Debatte nicht gelungen ist, Zweifel an seinem Alter zu zerstreuen, davor können die Demokraten nicht die Augen verschließen. Ich habe ein wenig davon gesehen und beim ersten Stammeln von Präsident Biden konnte ich nicht mehr weitergucken. Er hat sein Erbe ruiniert. Er hat jahrzehntelang der Öffentlichkeit gute Dienste geleistet. Doch die Leute werden sich an dieses Interview erinnern und das ist widerlich. Das ist verheerend für seinen Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie sich die Kampagne davon erholen soll. Bidens Team setzt jetzt auf eine andere Strategie, die Diskussion vom Auftritt des US-Präsidenten wegzulenken, hin zu seiner Politik und seinem Charakter. Wir diskutieren, wer die Debatte gewonnen hat. Im Auftreten hat der Präsident vielleicht verloren, aber was die Inhalte, die Fakten angeht, hat er gewonnen. Noch stellen sich führende Demokraten hinter ihren Kandidaten. Er ist aufrichtig, die andere Seite unehrlich. Aber hinter vorgehaltener Hand gibt es Unmut und erste Spekulationen um Ersatzkandidaten. Gavin Newsom zum Beispiel, Gouverneur von Kalifornien. Der versicherte im Medienrummel nach der Debatte, ich werde Joe Biden niemals in den Rücken fallen. Die Frage, ob er bereitstünde, sollte der US-Präsident zurückziehen, lässt er offen. Die Republikaner dagegen schauen schon siegesgewiss auf die Wahlen im November. Jetzt kann wirklich jeder sehen, was wir schon lange sagen. Präsident Biden ist dem Job nicht gewachsen. Ein kleiner Trost für Joe Biden, es gibt sie trotzdem noch, die unerschütterlichen Fans. Ich würde ihn auch als Toten wählen. Auf so viel Treue sollten sich die Demokraten allerdings nicht verlassen. Ja, welche Konsequenzen hat dieses Duell? Fragen wir nach beim Nordamerika-Experten der Münchner Sicherheitskonferenz bei Michael Wertz in Washington. Herr Wertz, gestern Abend waren Sie auch in Atlanta. Wie und wo haben Sie das Duell und die Reaktion dort erlebt? Ich habe das Duell in dem sogenannten Spin Room, in dem Raum, wo sich diejenigen Vertreter der Parteien und der Kampagnen getroffen haben, die für die Interpretation bzw. auch das Schieben in die eine oder andere Richtung dieser Debattenbeiträge verantwortlich sind. Man muss sagen, die Schockstarre bei den Demokratinnen und Demokraten war zu spüren und es war ein bedenklicher Abend für die Kampagne von Joe Biden, weil es völlig unklar ist, wie die nächsten Schritte jetzt aussehen. Sich von dieser Art und Weise der Darstellung zu erholen, ist sehr schwierig, auch wenn er heute in North Carolina bei einem öffentlichen Auftritt einen sehr viel besseren Tag erwischt hat. Ja, wie schätzen Sie die Situation bei den Demokraten jetzt ein? Werden Sie versuchen, einen anderen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden und zu suchen? Die Diskussion ist nun an die Öffentlichkeit getreten. Es gab bereits in den vergangenen Wochen und Monaten interne Gespräche darüber, was passiert, wenn Joe Biden beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, die Kampagne fortzusetzen. Sie haben ja in dem Vorbericht selber erwähnt, dass der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hier eine Spitzenrolle einnimmt. Er war auch der höchstrangige Vertreter der Demokratischen Partei in Atlanta gestern Abend und hat dort auch ausführlich die Medien bespielt. Er hat sich auch in den vergangenen Monaten einige Male auf nationaler Ebene etabliert, indem er sich mit Donald Trump auseinandergesetzt hat und konträre Positionen des ehemaligen Präsidenten herausforderte. Insofern ist er sicherlich eine der Personen, mit der man rechnen muss. Die Frage ist allerdings, wie sich das innerhalb der Partei jetzt durchdekliniert. Und es ist auch vollkommen klar, mit nur noch 8 Wochen bis zum Nominierungsparteitag ist jetzt ein Führungswechsel nur möglich, wenn Joe Biden dem sein Einverständnis gibt. Das haben seine Sprecherinnen und Sprecher heute deutlich gemacht, dass er das nicht tun wird. Man muss sehen, die Diskussion der nächsten Tage hier in Washington wird sehr interessant werden. Sie haben es gesagt, Joe Biden will offenbar weitermachen und auch beim nächsten Duell im September antreten. Wer könnte ihn denn noch davon abbringen?
Das sind seine engsten Berater. Es gibt auch einige der großen Parteispender, die hier in den USA ja einen überproportionalen Einfluss haben auf die Politik, die sehr nervös geworden sind. Und die Frage ist, wie im Weißen Haus jetzt dieser Wahlabend, der Debattenabend verdaut wird. Joe Biden ist in diese Debatte hineingegangen und musste im Prinzip einen einzigen Punkt nach Hause bringen, nämlich dass er mit Anfang 80 in der Lage ist, das Amt auszufüllen. Das ist ihm gestern nicht gelungen. Er hat auch einen Debattenstil bevorzugt mit sehr vielen Details, Statistiken und dem Versuch, politische Erfolge zu positionieren, die in dem Wasserfall der Unwahrheiten, mit dem Donald Trump die Diskussion versucht hat zu ersticken, untergegangen ist. Also insofern in einer medialen Kampagne, in der es auf Auftritte, Performance und auch das Fernsehen in zentralem Maße ankommt, war das ein ganz schlechter Abend für Joe Biden. Ob sich die Kampagne und er persönlich davon erholen werden, wird sich zeigen, und zwar innerhalb relativ kurzer Zeit. Ja, nun geht es ja im Wahlkampf in den USA um viel Geld. Großspender werden dringend gebraucht. Sie haben gerade gesagt, die gehen auch schon auf Distanz zu Joe Biden. Könnte das am Ende sein Ende bedeuten? Nein, die Entscheidung wird eine politische Entscheidung sein innerhalb des Weißen Hauses, seines Beraterstabes und in der Führung der Kampagne selbst und dem Democratic National Committee, der demokratischen Parteiführung. Aber es ist natürlich richtig, dass diese Wahlkämpfe hier in den Vereinigten Staaten durch die freien Geldflüsse, die das Verfassungsgericht vor einigen Jahren erlaubt hat, sehr teuer sind. Man schätzt, dass ungefähr 2 Milliarden Dollar für diesen Präsidentschaftswahlkampf aufgewendet werden. Und wenn da wichtige Spenderinnen und Spender sagen, wir sind mit diesem Kandidaten nicht mehr zufrieden, spielt das natürlich auch eine Rolle, aber es wird nicht die entscheidende sein. Was würde denn ein Ende des Kandidaten Joe Biden in diesem Wahlkampf für seine Präsidentschaft bedeuten? Diese Präsidentschaft würde natürlich in einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise ändern und auch einen großen dunklen Fleck in seiner langjährigen, über 40 Jahre währenden politischen Biografie hinterlassen. Insofern ist es verständlich, dass der Präsident selbst und auch seine engsten Vertrauten diesen Schritt nicht gehen wollen. Die Frage ist, wie hoch der Druck ist innerhalb der Partei und auch unter den Politikerinnen und Politikern, die ja, wir wählen das gesamte Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats neu am 5. November, die nun fürchten müssen, sollte Joe Biden einen schlechten Wahltag haben, Anfang November, selber ihre Posten und Ämter zu verlieren. Insofern wird dort der politische Druck auch relativ hoch sein. Wie gesagt, es ist im Moment noch zu früh, das abschließend einzuschätzen, aber die Diskussion hat begonnen. Sie wird in der Öffentlichkeit ausgetragen. Alleine das ist schon ungewöhnlich. Und die nächsten Tage werden bestimmend sein dafür, ob Joe Biden am 5. November in den Wahlabend als Kandidat eintritt oder nicht. Vielen Dank, Michael Wertz, für diese Einschätzungen nach Washington. Dankeschön. Im Iran konnten die Menschen heute ihre Stimme abgeben und einen neuen Präsidenten wählen. Der bisherige Raisi war ja bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Aber es ist fast egal, wer heute gewinnt, denn der Präsident ist nicht das Staatsoberhaupt. Dieser Mann hat im Land das Sagen, Ayatollah Ali Khamenei, der sogenannte Revolutionsführer. Er wacht darüber, dass die strengen religiösen Vorschriften auch eingehalten werden. Auch die Kopftuchpflicht für Frauen, gegen die viele mit der Bewegung Frau leben Freiheit protestiert hatten. Ein echter Kurswechsel scheint ausgeschlossen. Die Bewerber sind der amtierende Parlamentspräsident Ghalibaf, der frühere Unterhändler bei den Atomverhandlungen mit dem Westen Jalili. Beides sind Hardliner. Der Geistliche unter den Kandidaten Pur Mohammadi und der frühere Gesundheitsminister Pezeshkian, der vom Reformlager unterstützt wird. Katharina Willinger. Wie hier in Teheran sind die Wahllokale auch am späten Abend noch geöffnet. Jeder, der willig ist, soll seine Stimme abgeben können. Eine hohe Wahlbeteiligung nutzt dem System für die eigene Legitimität. Einige, die heute abstimmten, dürften daher lange mit sich gerungen haben. So groß ist der Frust über die Politik. Wir erwarten, dass wir als Menschen unsere Rechte bekommen und wir Frauen ein Referendum abhalten dürfen wegen des Kopftuchs. Dann sehen wir, ob Frauen wirklich ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. Ich will deswegen Herrn Pezeshkian wählen. Masoud Pezeshkian, der einzig Moderate unter den 4 Kandidaten, die zur Wahl stehen. Im Wahlkampf ging er auf Themen wie die Kopftuchpflicht ein, forderte zwar nicht die Abschaffung, kritisierte aber immerhin das teils brutale Vorgehen des Staates gegen Frauen.
Ich verspreche, dass ich das unfaire Verhalten gegenüber unseren Töchtern, Schwestern und Müttern auf den Straßen beenden werde. Manche sehen in ihm einen reinen Zählkandidaten, zugelassen, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Denn die Grundkritik vieler Iraner bleibt. Die Abstimmung sei eine Scheinwahl. Die Kandidaten waren wie immer vom Regime vorausgewählt. Frauen waren auch diesmal nicht zur Kandidatur zugelassen, echte Kritiker auch nicht. So kämpfen neben Pezeshkian drei weitere systemtreue Kandidaten aus dem Lager der Ultrakonservativen um das Präsidentenamt, wie Parlamentssprecher Borer Rolibaf. Er steht den mächtigen Revolutionsgarden nahe, hat also beste Kontakte in den Sicherheitsapparat. Doch egal, wer am Ende gewinnt. Die eigentliche Macht im Staat liegt weiterhin bei Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Bei seiner Stimmabgabe heute warb er erneut für eine Teilnahme an der Wahl. Eine höhere Beteiligung der Menschen an der Wahl mit Enthusiasmus, das ist definitiv notwendig für die Islamische Republik. Die Wahlbeteiligung, die seit Jahren sinkt, dürfte für die Führung ohnehin viel wichtiger sein als die Frage, welcher Kandidat am Ende gewinnt. Ergebnisse soll es morgen im Laufe des Tages geben. Erreicht keiner der Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50%, findet kommenden Freitag ein zweiter Wahlgang statt.